Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Spellforce The Auf mein Order of Dawn. Kommando. Im letzten Part haben wir durch den Assassinen Sestandred, der keine Ahnung, wo der überhaupt ist, der war auf jeden Fall hier unten gestanden. Und durch ihn haben wir den Hauptmann der Briarwölfe, nämlich Briar höchstpersönlich, zur Strecke bringen können. Und seine Wolfselite, sprich seine stärksten Sofort. Kämpfer, sind daraufhin hier durchgelaufen, haben sich hier schön abschießen lassen, sind dann ein bisschen nach vorne ins Lager und dort dann ein bisschen krepiert, so minimal. Und jetzt können wir auch mal hier ein bisschen durchrennen und vielleicht den ein oder anderen da auch mit Vorwärts. nehmen. Und ja. Kurz gesagt, wir wollen die alle fertig machen und töten. Schnell. Ja. Man kann auch eine Kriegserklärung unglaublich lang ziehen. Vorwärts. Was heißt Kriegserklärung? Wir sind doch schon die ganze Zeit mit denen im Krieg. Sofort. Aber jetzt können wir auch endlich mal richtig loslegen. Und der kriegt jetzt erstmal voll eine rein. Bevor er überhaupt richtig zum Schlagen kommt. Okay, er hat trotzdem einen erwischt, aber egal. Ist er schon tot? Ja, sofort. Gut. Jetzt können wir nämlich auch endlich mal in dieses Gebiet hier rein, das vorher für uns unmöglich war zu erkunden. Dadurch, dass es halt von dem Tor hier geschlossen war. Vorwärts. Das Seth geöffnet hat. Der hat das Tor nicht umgebracht, aber hat es geöffnet. Sofort. Aber ganz ehrlich, will man hier drin überhaupt sein? Ich meine, die Skelette hier, die sprechen schon Bände. Und los! Ich weiß ja nicht. Also es gibt schönere Plätze, um sein Nachtlager aufzuschlagen, glaube ich. Wir wollen uns aber gar nicht kein Nachtlager aufschlagen. Wir wollen jetzt hier erstmal ein paar Drachen töten. Dadurch, dass sie uns hier gerade angreifen und sowieso schnell tot sind. Ja, die können ja gar nichts, die Drachen, ja. Das waren das jetzt wirklich nur diese paar Drachen da? Really? Naja, wenn wir schon hier sind, können wir hier auch schnell fertig machen. Drachen töten leicht gemacht. Briarwölfe Sergeant. Oh. Was macht denn der hier eigentlich bei den Drachen? Ich würde mal sagen, den hat es ein bisschen zerfetzt. Boah, hat schon ein paar Sachen dabei gehabt. Jetzt mal im Ernst, was macht der bei den Drachen? Warum greifen die den nicht an? Muss man schon auf den Feuerdrachen legen. Ja, wir töten jetzt erstmal auf ein paar Drachen. Auf meinen Befehl. Ja, die Drachenhorste. Die sind sowieso ziemlich schnell down. Auf mein Kommando. Jeder Drache hat seinen Horst. Ja, aber ich schätze mal, wir werden in diesem Part hier mit Farlandsheim so gut wie durch sein. Also, viel kann jetzt eigentlich nicht mehr passieren. Was ich theoretisch machen könnte, das wäre eigentlich gar keine so schlechte Idee, meine Armee ein bisschen vergrößern und hier aufstellen. Wir können jetzt auch noch einiges an Veteranen aufbauen. Mehr können wir auch nicht machen. Ja gut, bitteres Haupthaus, weitere Nahrung, Hier. Sofort. Egal, wir holen uns auf jeden Fall schon mal Unterstützung und das wird, glaube ich, nicht so schlecht sein, die zu haben. Vorwärts. Sollen wir uns die hier oben nicht entdecken, ist alles okay.
Mir nach. Die sollen uns aus dem Decken, wenn es schon zu spät ist. Warte, wir haben ganz schön gute Reichweite, was Szenen angeht. Oh, la. Ich würde mal sagen, wir werden ein bisschen entdeckt gerade. Ich lasse einfach mal alle auf, immer auf einschießen. Alle Totems. Da, wir verlieren gerade ein paar Leute. Ja gut, aber ich tue jetzt auch mal langsam die ganzen Speerträger durch Veteranen ersetzen. Na toll. Die haben dann doch ein bisschen mehr reingehauen, als mir lieb war. Na komm, Drache, stirb. Uiuiui. Das tat schon ein bisschen weh. Ein bisschen mehr als mir lieb war. Aua. Ey, ihr seid doch die blödesten Vollhörste, die es gibt. Wenn ihr drauf geht, ist es nicht mein Problem, ganz ehrlich. Warum hauen hier die ganzen. Ja. Die ganzen Zauberer hauen natürlich volle Kanne drauf, ne? Das muss so. Hier. Okay. Oh, Befaurung. Ja, gut, ne? Könnte vielleicht ein kleines Problem darstellen, eventuell. Hier, für die Freiheit. Aber hey, wenn unsere Armee schon drauf geht, dann bitte richtig, ja? Boah. Okay, der ist gar kein Problem gerade. Alter, gingen wir ab gerade bei dem. Okay, gut. Oh, Vulkanglasfiole. Da sind wir schon der Story ein bisschen voraus, aber der hat es auf jeden Fall bei sich. Warum nicht? Feuerregen. Unterbrechen, Stufe 10. Stein des ewigen Feuers und roter Zorn. Das ist eine Zweihandwaffe. Mal gucken, vielleicht kann ich die ja sogar endlich mal nehmen. Ich glaube, die war gar nicht so schlecht. Naja, nee, kann ich natürlich nicht nehmen. Was brauche ich denn dafür? Große Klingenwaffe von 7. Okay, das werden wir auch nicht kriegen. Hier. Was haben wir denn hier noch? Beinschienen einer Ritterrüstung. Feuerwelle. Schlachtenring. Und Kampfkeule der Nordmänner. Och Leute. Wir haben schon wieder einen verloren. Bereit. Mir nach. Aber ja, das war's hier im Grunde. Wie gesagt, wir sind der Story schon ein kleines bisschen voraus. Wir werden die nämlich noch brauchen, die Vulkanglasfiole. Und los! Zu den Waffen! Steht euch eigentlich so in der Gänsereihe auf. Was liegt an? Jetzt verfolgen wir den einfach mal. Das ist ja auch blöd. Warum laufen die hier voll durchs Lager durch? Clanbrüder zu mir! Das ist so dumm einfach. Alles klar. Der Kleriker fühlt sich ja voll von dem armen Tod in mir getriggert wie noch was. Dass er dem erstmal eine halbe Weltreise hinterher macht. Kann man mal machen, muss man aber nicht. Alter, da folgt man einfach immer noch. Der Kleriker will unbedingt draufgehen, ne? Ohne Armee folgt er dem bis da nach hinten zu unserer Hauptarmee. Was zur Hölle. Wie getriggert muss man sich durch Orks fühlen? Wahrscheinlich hat der seine ganze Familie an Orks verloren oder so, keine Ahnung. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ey, da ist nun mal ein Ork. Ich meine es ernst.
Das heißt, da muss ich ja richtig krass getriggert fühlen, Alter. Was ist da los? Und der will unbedingt draufgehen, habe ich das Gefühl. Scheißegal, mitten im feindlichen Gebiet. Jetzt wird endlich mal vernünftiger, Alter. Auf mein Kommando. So, jetzt mal Und 41 los. Mann. Joa. Könnte vielleicht ein Folgt bisschen mir. eng werden, aber wir haben ziemlich viele Veteranen. 16 Stück an der Zahl, Alter. Zum Angriff. Komm, ich mach um die Türme hier. Wir werden angegriffen. Schießt mal bitte alle auf den da. Dann ist er nämlich weg. Veteran, du gehst ein bisschen zurück. Ich glaube, die Türme lasse ich einfach. Ich meine, die sind das wenigste Problem hier. Jetzt mach mal die Türme kaputt. Ich würde mal sagen, das ist ein schöner Einmarsch, ne? Hätte sich Deutschland in Russland auch mal ein bisschen zu Herzen nehmen sollen. Oh nee. Ah, Mann. Aber wenn halt alle auf einen schießen, dann kann man wenig machen. Ja, aber die sind ja sowas von machtlos, Alter. Das sind alles nur noch die ganzen Gebäude, die so krass dastehen. Also immer Zaubermetall aufspüren, Helm der Ordensritter und einfacher Silberbogen. Wahrscheinlich ist es Silberbogen, nicht Silbenbogen, aber egal. Haut mal hier den Turm. Alles klar, ich stehe einfach nur rum. Mach gar nichts. Wenn meine Orks ein bisschen draufgehen. Also ein bisschen draufhauen, meine ich. Was sagen denn die da? Boah. Alles klar, das ist nett. Auf jeden Fall. Ich muss gerade mal ein bisschen lauter machen, weil ich höre sie fast nicht. Ja, meine Orks, die haben hier ihren Spaß, ne? Okay, gut, dankeschön. Hauptsache sonst nichts weiteres sagen, ne? Ja, und meine Orks, die haben hier wirklich ihren Spaß. Macht mal da hinten weiter kaputt. Na, danke. Okay. Von was für eine Ausrüstung habt ihr gesprochen? Meine Messgeräte, Pläne und alchemische Substanzen. Als ob diese Burschen etwas damit anfangen könnten. Kaum. Das meiste ist bestimmt schon zerlegt oder verbrannt. Oder versoffen. Oder Schlimmeres. Nicht zurückweichen. Ist eure Ausrüstung zu ersetzen? Nun, ich benötige hauptsächlich meine alchemischen Substanzen. Den Rest dümmere ich auf dem Bauch heraus. Was für Substanzen benötigt ihr? Feuerpulver, Schwefelbinder, etwas Brennsalz und eine gute Fiole, um es zu mischen.
Würde mich wundern, wenn sowas in dieser Gegend aufzutreiben wäre. Fragt bei den Freihändlern. Wenn hier jemand solche Dinge besitzt, dann sie. Okay. Und ich sehe auch gerade, wir haben schon wieder ein paar Leute verloren. Wo sind die alle denn eigentlich drauf? Ach da, warte mal ein Turm. Ach, da sind noch Kommandant Bria. Du plünderst mal. Dann ein Wolfsabzeichen, wer hätte es gedacht? Iridian Beinschienen und bei beiden Platten der Ordensritter, warum auch immer der das besitzt. Und sonst nichts Besonderes. Ja, nichts Besonderes. Tatsächlich. Ja, das war's. Wir haben gerade mal innerhalb kürzester Zeit einfach mal so nebenbei die kompletten Bria-Wölfe ausgelöscht. Gut. Dann würde ich aber tatsächlich sagen, gehe ich mal schnell zu den Freihändlern, weil mehr haben wir hier echt nicht zu tun. Wobei, ich könnte theoretisch meine Armee mal hierher stellen. Wahrscheinlich werden die jetzt alle durch dieses Lager da durchrennen, aber mir egal. Farlonsheim sieht dies vor. Das müsste das hier sein? Nee, ist es nicht. Okay, schade. Farlonsheim. Hier, Handelsposten. Wow. Ha, ich war schneller als ihr. Der John Farlon wird doch bestimmt ein bisschen was wissen. Willkommen zurück. Ich suche einige Substanzen. Ich hätte euch den Alchemisten nicht angesehen. Was soll es denn sein? Feuerpulver, Schwefelbinder, Brennsalz und eine gute Fiole, um alles zu mischen. Holla, wollt ihr eine Stadt in Brand setzen? Es ist für den Zwerg, den Baumeister aus Windholme. Er wird damit das Tor freilegen. Sprecht ihr die Wahrheit? Der Zwerg ist am Ende doch erschienen? Das sind gute Neuigkeiten, die ihr da bringt. Die besten. Also, was war es nochmal? Zu den Substanzen. Ich benötige Feuerpulver. Das wird nur von den Zwergen hergestellt. So etwas gibt es hier nicht. Ich wüsste allerdings eine Art Ersatz. Wenn man Feuerkristalle zerstampft, erhält man ein Pulver mit praktisch der gleichen Wirkung. Wo finde ich Feuerkristalle? Bei Kreaturen, die den niemals erlöschenden Flammen der Welt entstammen. Die Elfen sind deshalb auch Steine des ewigen Feuers. Bringt mir drei solcher Steine und ich werde das Pulver für euch herstellen. Okay, warte mal. Unsere Armee kriegt gerade voll eine ab. Natürlich wird jetzt die Rote Legion jetzt so langsam sicher drauf gehen, ne, aber... Ich finde es aber interessant, dass Kommandant Bria tatsächlich die Rüstung der Roten Legion hat. Die meinen es ernst. War zumindest mal ein grüner Anzug, das den er anhatte. Ja, meine Güte, lasst mich halt in Ruhe. Sag mal. Aber immerhin ist keiner von meinen Leuten draufgegangen. Ich lasse gerade mal noch ein paar Leute erscheinen. Und die werden hier auf jeden Fall sehr wichtig sein, tatsächlich auch. Oh, Kleriker. Ist auch schon nicht wieder der Getriggerte von vorhin, aber jetzt ist er endlich mal draufgegangen. So. Die werden auf jeden Fall nachher sehr wichtig sein noch. Warum werdet ihr noch erfahren? So, jetzt aber erstmal weiter. Zu den Substanzen. Habt ihr Schwefelbinder? Ein recht gewöhnliches Zeug. Davon haben wir wohl noch etwas hier. Es soll euch ein Goldstück kosten. Es ist zu eurem eigenen Vorteil, Mann. Nun, wir sind Freihändler, keine Freigeber, mein Freund. Ein Goldstück tut euch doch sicher nicht weh. Euer Volk besitzt die Sturheit von Ziegenböcken. Ich
Ja. Dieser Moment, wo man versehentlich auf Streaming draufklickt. Scheiße. Egal. Gut, war nur eine Sekunde. Also, wo bekomme ich Brennsalz her? Wo bekomme ich Brennsalz? Das findet man nur sehr selten. Es kann aber auch handwerklich gewonnen werden. Das brennende Blut der Dämonen enthält eine ganz ähnliche, ebenfalls stark ätzende Substanz. Wenn ihr es schafft, mir etwas Dämonenblut zu bringen, dann kann ich daraus das Salz für euch gewinnen. Okay. Eine gute Fiole. Habt ihr so etwas? Für eure Mischung muss es schon eine ganz besondere Fiole sein. Aber ich habe all meine Glaswaren weggegeben. Der Wassertransport, versteht ihr? Früher, bevor der Drache Fymir dort niederging, lebte im Norden des Landes ein Alchemist. Vielleicht sind noch einige seiner Gefäße übrig. Wenn ihr irgendwo fündig werdet, dann dort. Ja, Fymir haben wir schon getroffen und mal gezeigt, wer der Herr im Land ist. Hier sind also drei Feuerkristalle. Gut, wartet einen Moment. So, hier ist das Feuerpulver für euch. Alles klar, hat wahrscheinlich immer so ein Teil zum Meißeln da oder so, oder keine Ahnung. Hier, nehmt diese Münzen und gebt mir Schwefelbinder. Ich wusste, ihr würdet vernünftig werden. Hier. Klar, wir retten nur sein ganzes Land und so, aber wir müssen trotzdem die Goldmünze blechen, aber gut. Hier, Dämonenblut für das Salz. Wir werden das Salz für euch aussieden. Hier, euer Salz. Dankeschön. Wird es mit dieser Fiole gehen? Vulkanglas. Das ist genau das Richtige für eure Mischung. Wird es mit... Toll. So, das war's. Innerhalb von kürzester Zeit einfach mal so nebenbei. Was ist jetzt schon wieder? Nichts. Ich wollte nur mal schauen, ob du noch was zu sagen hast. Gut, dann bringen wir das noch schnell zum... zu dem guten Typen. Und dann sehen wir weiter. Also zum Zwerg. Und dann können wir nämlich endlich das Tor freisprengen. Und dann gibt es wieder eine Verbindung. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, es war nach Graufurt. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich mich jetzt gerade komplett täusche. Aber ich meine es... Entweder nach Graufurt. Oder aber... Quatsch, nicht nach Ach Gott. Wie heißt's? Die zweite Insel, Mann. Lianon, so heißt sie. Ich habe eure Sachen zusammen. Im Ernst? Gebt her! Sieht gut aus. Das wird ordentlich krachen. Damit bekommen wir die paar Felsen schon aus dem Weg, was? Ich werde die Substanz ansetzen. Gebt mir Bescheid, wenn ihr soweit seid. Dann gibt's hier einen ordentlichen Rums. Ja, klar. Mach. Lasst uns mal ein bisschen Lärm machen. Ha, das ist die richtige Einstellung. Auf geht's. Das wird ein Paukenschlag, der selbst den Göttern in den Ohren hallen wird. Kommt mit. Da bin ich mal gespannt. Ah, nee, Quatsch. Nach Wind, oder? War es nach Windholme? Das ist gerade echt eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Echt gerade nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo das Portal ist überhaupt. Ich nehme mal an, dass da oben wird sein. Nur so eine leichte Vermutung. Soll man nicht unbedingt vielleicht mal noch ein bisschen... Was ist denn eine coole Sache, dass der jetzt hier weggeht? Ich bin wirklich sehr nicht überrascht. Das war wirklich gar nichts. Also wirklich, das war absolut gar nichts, was für ein Paukenschlag, der selbst den Göttern in den Ohren hängen bleiben wird.
Also, ja, ne. Ich frage mich jetzt nur, ob der noch was zu sagen hat oder ob der jetzt einfach direkt abhaut. Ne, es war nach Graufurt tatsächlich. Nice. Dann haben wir hier Zauberfelsschlag, Adelsburgen, Ring der Magiermeisterschaft. Oder Magierschaft? Keine Ahnung. Meisterschaft macht nicht wirklich viel Sinn, ne? Wuchtiger Kriegsstab, Eislandhelm und Einsiedlerring. Und felsgrauer Panzer, Lichtbringer, reißende Donnerkeule und mächtiges Reißschwert. Nice. Damit hätten wir das Portal nach Graufurt wieder frei. Und ja, was wir als nächstes tun, wäre jetzt noch mit der Elfe zu reden, weil ich gerade nicht mehr ganz genau weiß, was ich jetzt eigentlich wollte. Oder warte, stand da nicht irgendwas drin? Ah, stimmt, ja klar, wegen der. Ja, ich frage mich nur, ob die jetzt noch da bleiben wird oder nicht, oder? Das ist echt gerade eine gute Frage. Verschwendet der Zeit, bezwingt Fymir und nimmt den Splitter. Ah, okay. Hat Armuns Vorhaben durchschaut und der arme Dieb beendete sein Leben in Fymirs Rachen. Nun ist der Drache im Besitz des Splitters. Ah, okay. Elends Segen, Freund. Ja, mit der kann man nichts mehr reden, okay. Also Splitter des Herbstlichts gibt's hier und genauso den Splitter des Sommers. Okay, gut. Den Frühling und so Winter haben wir ja schon. Frühling und Frühling, Sommer, Herbst. Winter müsste man aber schon haben, keine Ahnung. Jedenfalls gehen wir jetzt nach Farlonsheim Handelsposten. Denn wir haben diese komische Baumkonstellation bereits gesehen. Ja. Genau das ist das, was ich vorhin schon mal sagte, dass das hier noch wichtig sein wird. Ich finde es nur so komisch, dass jedes Mal bei solchen komischen, bei solchen Quests, wo man halt unter irgendeinem Stein suchen muss, dass es dann so aussieht, der Stein. Da waren sie ein bisschen unkreativ, die Entwickler, die guten. Mir fällt gerade was ein. Ich glaube, der Splitter wurde gut bewacht. Da war was. Der Splitter wurde sehr gut bewacht. Ich erinnere mich. Wäre es jetzt nur der Splitter, der hier darunter wäre? Also ich. Kannst du ja mal machen, meine Armee läuft sowieso allein hierher. Der große Stein scheint kürzlich bewegt worden zu sein. Unter dem Stein nach dem Splitter suchen. Im Boden verscharrt der Splitter des Herbstlichts. Plötzlich umgibt euch weißes Glühen den Stein. Das ist ein Hinterhalt. Würde ich den alleine down kriegen? Ja, wahrscheinlich, aber es wird lange dauern. Nicht zurückweichen. Und die Tatsache, Hohe dass der Krieger, hier vereisen zu mir! kann, macht die Sache nicht unbedingt leichter. Boah, ich hab 20 Totems, Alter. Hier hat eigentlich noch einen Schlachtruf rein, ne? Boah, macht da viel Schaden bei mir. Zumindest greift er nur mich an und nicht keine anderen. Also alleine wäre das wirklich ein bisschen schwer gewesen. Auf mein Zeichen. Ah, Sofort. tatsächlich ist einer von meinen Leuten draufgegangen. Schade. Naja, holen wir uns Ja. schnell einen neuen. Gut. Vorwärts. Das war hier, ja. Tatsächlich müssten wir allerdings sowieso noch irgendwie hier durch, ohne hier großartig angegriffen zu werden, denn wir müssen. Wo waren das nochmal? Hier hoch, genau. Natürlich steht ja dieser Turm mit genau im Weg. Da. Das werden wir aber erst im nächsten Part machen, tatsächlich. Ich werde jetzt hier noch mit meiner Armee mich sammeln. Und dann würde ich sagen, werden wir im nächsten Part den Drachen viel mehr ausfindig machen.
Und ja, ne? Mal so ein bisschen zeigen, wer der Herr am Haus ist, auch wenn er ein bisschen älter ist vielleicht. Ich kann ja mal meine Armee hier nach oben schicken. Wird wahrscheinlich wieder dann gleich ein paar tote Menschen geben, weil die sich direkt getriggert fühlen, weil ich mit meiner Armee hier durchlaufen will. Was läuft ja auch automatisch näher dahin, man sagt ja eigentlich blöd. Braucht ihr euch eigentlich wundern, wenn ihr einen Pfeil in den Arsch kriegt? Weil man lassen sich die Menschen da nicht beeindrucken von. Geht's eigentlich noch näher? Dachte, boah, hast mich gerade voll erschrocken. Ich dachte, da hat jetzt gerade einen Zauber losgelassen oder so. Sofort. Ich glaube, ja, man musste hier hoch, ja. Das Skelett hier, das zeigt schon mal wunderbar, dass wir hier auf eine schöne Schnell. Situation stoßen. Oder soll ich den Drachen jetzt noch schnell töten? Dann geht's im nächsten Part nämlich dann gleich weiter. Hinterkommen. Wisst ihr was, das mache ich jetzt noch schnell. Jetzt bin ich eh schon hier nach. Unterwegs und ja, da oben gibt es eh nicht allzu viel. Die meines Deswegen Erachtens. mache ich das jetzt noch schnell. Wäre jetzt Blödsinn, dann im nächsten Part dann gleich mit dem Drachen hier abzuschließen und dann geht man gleich woanders hin. Das wäre Blödsinn. Hinterkommen. Mache ich das gleich in diesem Part noch und wir haben schon einen verloren. Ne, wir haben keinen verloren, okay. Ich habe nur einen vergessen. Egal, Auf auf mein den einen Kommando. Veteran wird es da auch nicht drauf Und ankommen, ob wir es los. schaffen oder nicht. Der ist sowieso schon irgendwie halb tot. Also, da sind nur Drachen. Das Feuerdrachling. Ja, also. Die Feuerdrachlinge sind kein Problem. Und mir fällt auch gerade ein, wir wollten für einen Graufwurz, sollten wir ja auch noch was von einem Drachen besorgen. Und zwar die Drachenschuppen. Und nicht nur die von einem Drachling, sondern einen richtigen Drachen. Hat er ja gemeint, sollten wir jemals einen richtigen Drachen treffen und die Begegnung mit ihm überleben. Und hier sehen wir auch den Grund dafür, weshalb. Nur mit unseren Totems der Drache überhaupt erreichbar ist. Boah, die Drachen sieht man ja einfach auf dem Boden fast nicht. Hier ist der Drache Fymir. Der ist stark geschwächt. Stufe 20 wäre sogar machbar. Aber nur zu erreichen mit den Totems. Und ich würde sagen, machen wir es doch einfach mal. Die Totems sind die einzigen, die da irgendwie durchkommen. Alter. Das ist viel Schaden, was der kriegt. Autsch, ich würde mal sagen, das war schon ein bisschen knapp. Das war's auf jeden Fall mit Fymia. Joa. Also, hier haben wir Splitter des Sommerwinds, Drachenschuppen, Stein des ewigen Feuers, Drachenblut und Flammenauge. Ja, und der Zauber ist einfach so stark, dass der einfach immer noch hier ist. Auf mein Kommando. Boah. Naja, Feuerschlag habe ich natürlich drauf, ne, ist ganz klar. Easy auch ein bisschen wärmer hier. So minimal. Ich muss hier nur ein bisschen aufpassen, weil meine Armee hier ein bisschen doof ist und hier einfach mitten reinläuft. Was soll denn auch schon groß passieren, wenn hier die ganze Zeit Feuer runterregnet, ne? Haut ab, Leute. Ihr werdet alle sterben, wenn ihr einfach da drin stehen bleibt. Sagt mal. Auf mein Kommando. Und los. Ja. Vorwärts. Willkommen in der Welt der Orks. Kriegen hier voll Feuerschlag und ganz klar, läuft einfach mal voll rein. Ich meine, was soll schon so groß passieren?
Oh, Runekämpfer Alrius, Stufe 17. Und Trollarbeiter, Stufe 11. Ach, hier bekommen wir die Rune für die stärkeren Trolle. Ja nun, das zeigt uns halt auch wieder, eigentlich sollte man Faulenzheim Formspalt machen. Vorausgesetzt, da findet halt vorher die Arbeiterrune die stärkere für die, beziehungsweise die Arbeiterrune für die Orks allgemein. Ja gut, ne, also. Damit hätten wir jetzt aber alle Splitter zusammen, ne? Ja. Unsere nächste Aufgabe wird es sein, die dem Typen in Mulandir zu bringen. Gerade eben meint aber das Spiel abzuschmieren. Geil! Ja. Ich würde sagen, ich beende mal den Part in der Zwischenzeit. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob jetzt mein Spielstand weg ist. Wahrscheinlich ja. Oder vielleicht hat es noch ein Autosave gemacht, don't know. Wenn nicht, werde ich das alles jetzt erstmal manuell nochmal nachspielen müssen, was mich gerade dezent abfuckt, aber okay. Und dann sehen wir auf jeden Fall uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Oder auch nicht. Bye. Mann.